Dinge, wo ich von meinem Körper her spüre, das sollte ich nicht tun oder das wäre nicht meins oder was auch immer, wo ich nicht meine Stärken drin sehe, da habe ich mich reingefuchst, dass es meine Stärken wurden. Wow, größter Respekt. Ja, und das ist aber auch nur machbar gewesen natürlich, weil ich an mich selber geglaubt und gearbeitet habe und schön durchgezogen habe. Weil ich merke das auch zum Beispiel bei meinen Freundschaften und sowas. Ich habe die stärksten Freundschaften, gerade bei Männern, zu denjenigen, wo die meisten Menschen für sich gedacht hätten, das ist Konkurrenz. Ich habe die besten Freundschaften definitiv mit den Menschen, wo die meisten Menschen gesagt hätten, nee, da spüre ich eine Art von Dirigentschaft, Konkurrenz, wo es halt um dieselben Bereiche geht. Aber ich habe für mich entschieden, nee, das Gefühl Konkurrenz ist für mich ein Öffner für, mal gucken, was sich dahinter verbirgt, was kann ich mit den Menschen zusammen erleben. Und das ist voll das geile Ding bei mir geworden, dass ich erkannt habe, man kann in diesen Dingen, wo man eigentlich spürt, wo die Emotion sagt, nee, geh da nicht hin, das ist ein Feind, dass man da hingeht und dann aber zusammenwächst. Und das ist ein ganz anderes Feld, wo ich für mich festgestellt habe, wo man Dinge erleben kann, aus sich selbst herauswachsen kann, ob das in Bereichen Tanzen war, Freunde etc., das in vielen Sachen Verborgenes ist, wo man entdecken kann und dann aber auch in so einem, weißt du, es gibt Bereiche, die sind langweilig, weil man da halt einfach schon in den Gedanken alles durchgespielt hat und einfach dann in die Vermeidung geht zum Beispiel, Dinge nicht erlebt, aber da, wo man eigentlich den Kampf hält, wo der Körper sagt, geh weg davon, aber hingeht, ist es einfach voll interessant und spannend und emotionaler, als wenn du es halt wirklich lässt. Und da mein Leben sich vollzieht mit diesen, sich den Emotionen hingeben und Dinge erleben und entdecken, und wer mich kennt, der weiß ja, ich führe ja in vielerlei Hinsichten ja auch sehr interessante Praktiken. Ne? Ja, ich habe ja schon sehr gerne ein energetisches Leben, ja, mit vielen Facetten, die da so reinkommen. Und das zeigt sich halt darin, ich lebe gerne intensiv.